Hallo meine Lieben, ich bin's, Irene aus dem Bastelzimmer. Heute möchte ich mal zeigen, wie einfach diese Sockenbanderole gebastelt wird. In meinem letzten Live-Video, das verlinke ich mal hier oben, da habe ich das schon einmal gezeigt. Das Live-Video geht aber fast eine Stunde und man kann das auch kurz und knackig erklären, wie das gebastelt wird. Ganz, ganz einfach. Und ja, schau mir einfach zu und wenn du auch gerne Socken strickst und verschenkst oder verkaufst oder wie auch immer, dann ist das bestimmt eine ganz tolle Möglichkeit für dich, deine Socken zu dekorieren. Du benötigst als erstes einmal einen Bogen weißen, ich habe weiß genommen, grundweißen Farbkarton und den schneide ich der Länge nach zu auf die gewünschte Breite. Ich habe mich hier bei meinem Beispiel für 6 cm entschieden. Du kannst es auch breiter machen, du kannst es auch schmaler machen. Das ist wirklich dir überlassen. Und anschließend wird die Banderole bestempelt. Und ich habe dafür mein Stempel, ich sag mal mein in Anführungsstrichen, mein Stempelset verwendet. Freude am Kreieren, da ist alles rund ums Thema Handarbeit, selber machen, Handmade drin. Und zwar die Stricker haben hier ein Knoll Wolle, die Näher haben die Nähmaschine, die Papierbastler haben die Stanzmaschine, die Maler haben die Pinsel und auch eine Leinwand. Und wenn du das im Paket kaufst, also als Produktpaket, wenn du eine Stanzmaschine hast, dann gibt es natürlich auch noch diese Stanzform mit dazu, wo unter anderem auch hier zum Beispiel diese Papierschneidemaschine drin ist. Und es sind verschiedene Stanzformen mit dabei, mit denen man die Stempelmotive ausstanzen könnte. Zum Beispiel mit diesem hier könnte man die Wolle ausstanzen, brauchen wir aber heute gar nicht. Das heißt, wenn du nur das Stempelset benötigst, um deine Sachen zu dekorieren, brauchst du das natürlich nicht. Alle anderen, die Spaß am Basteln haben, bestellen sich das natürlich mit dazu, denn als Paket gibt es 10% Preisvorteil. Was du noch benötigst, ist etwas Stempelfarbe und ich habe mich hier am Sockendesign, an der Sockenwolle orientiert. Ich wollte jetzt kein zu viel Grün nehmen. Ich habe daher mich für Heideblüte und Amethyst entschieden. Wobei ich Heideblüte für die Wolle verwende. Und fange jetzt einfach mal an und stempel dieses Strickgarn hier auf. Das geht ganz einfach. Das Stempelmotiv mit Farbe benetzen. Und dann einfach abstempeln. Man kann auch gut über den Rand stempeln, dann bekommt das alles noch so ein bisschen mehr Natürlichkeit. Du könntest verschiedene Farben verwenden, wenn du das gerne möchtest. Oder du könntest es, keine Ahnung, in Schwarz auf Weiß gestalten und noch ein bisschen mit dem Stift kolorieren. Also da ist wirklich der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Da ich das aber einfach und schnell zeigen möchte, machen wir das halt so in dieser einen Farbe. Dazwischen, damit die Zwischenräume auch noch ein bisschen ausgefüllt sind, setze ich jetzt noch kleine Herzen. Die werde ich jetzt mal in Amethyst machen. Hier hatte ich sie in Lindgrün, das sieht man kaum, deswegen machen wir jetzt da mal die dunkleren Herzen rein. Hier ist das Stempelmotiv und auch das einfach wieder einfärben und abstempeln.
So, das ist dann schon soweit fertig. Jetzt können wir die Banderole schon zusammenkleben. Und da ist mein Tipp, das einfach mal vorsichtig natürlich über die Tischkante ziehen. Das kann man jetzt so nicht sehen, deswegen werde ich das mal versuchen anders zu machen. Mit einem Falzbein so ein bisschen runden das Papier, damit es nicht so unschöne Knicke beim Festkleben gibt. Das nehme ich mal ab. Und dann kann man das zusammenkleben, entweder mit Klebeband oder auch mit einem Flüssigkleber. Hier einfach drumherum legen und dann hier in der gewünschten Stärke, also in der gewünschten, wie soll ich sagen, in der gewünschten Größe dann einfach zusammenkleben. Dazu hier ein bisschen Kleber auftragen. Das ist der Tombow Mehrzweck-Flüssigkleber und dann zusammenkleben. Wenn du so einen Selbstklebestreifen nimmst, der klebt natürlich sofort, aber das ist halt unterschiedlich je nach Vorliebe. Manche arbeiten lieber mit dem Flüssigkleber, weil man dann noch ein bisschen nachjustieren kann. Ja, oder manche halt auch. Hiermit ist es wirklich Geschmackssache. So, jetzt ist die Banderole schon drumrum. Einen Tipp habe ich noch von einer Zuschauerin bekommen. So sieht ja eine echte Banderole aus. Und hier ist die Wollzusammensetzung und auch die Pflegeanleitung dafür. Das würde sich anbieten, dass man das nach dem Stricken vielleicht noch rausschneidet und von innen hier reinsetzt in die Banderole, damit der Empfänger weiß, wie das dann zu waschen ist. Das ist eine gute Idee. Und wir stanzen jetzt nochmal den netten Spruch. Da habe ich hier einen Handstanzer, den dekorativen Kreis. Man kann auch jeden anderen Handstanzer oder wenn man hat, eine Kreisstanzform verwenden. Aber der passt so schön von der Größe. Und im Stanzformset ist dieser Stickrahmen. Wenn man den ausstanzt, den Stickrahmen, dann fällt hier innen drin dieser Kreis raus. Und der passt sehr, sehr gut auf den dekorativen Kreis. Und da verwende ich den Spruch ganz und gar handgemacht für dich. Man könnte auch das nehmen, aber das ist natürlich perfekt für so einen Entschuldigung, das ist natürlich perfekt für so ein selbstgestricktes Paar Strümpfe. Auch einfach einfärben und abstempeln. Kleben. Und dann kann man das hier draufsetzen. Auch da könnte man es direkt aufkleben hiermit. Oder wer mag, verwendet die Dimensionals von Stampin' Up. Dann kriegt man da noch eine kleine Erhöhung rein. So, und dann möchte man vielleicht noch weiter dekorieren. Im Stanzformset sind unter anderem auch Herzen drin. Also ein dickes Herz oder diese Herzen. Die könnte man ganz einfach nochmal ausstanzen und aufkleben. Also man erhält zwei verschiedene Herzen. Ein kleines, breiteres. Oder hier so ein längliches. Und da ist es dann halt Geschmackssache, was man da gerne verwenden möchte. Auch wieder einfach so ein Tröpfchen aufsetzen. Aufkleben. Wer mag, das hätte ich natürlich vorher machen sollen. Wer mag, kann natürlich vorher noch die Größe mit aufschreiben.
zum Beispiel hier auf dem Etikett Größe 41. Kann man auch in der Farbe passend machen. Wir haben die passenden Stifte dazu. Oder, wem das da nicht gefällt, der stanzt sich solch ein Etikett aus. Die sind aus dem Anhänger nach Maß. Anhänger nach Maß. Und da haben wir einmal dieses kleine Etikett oder dieses Etikett. Und auch da könnte man dann mit einem Stift einfach die Größe drauf schreiben. Größe 41. So, dieses Etikett könnte man dann natürlich auch wieder hier hinten an der Socke befestigen, entweder mit einem Faden oder mit einem Band oder mit einer Sicherheitsnadel. Also da ist ja wirklich alles möglich. Und ja, ich sag jetzt einfach mal, wenn mein Video dir gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, aktiviere die kleine Glocke. Dann wirst du nämlich immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade oder wenn ich live auf diesem Kanal bin. Und alle Sachen, alle meine Ideen zu diesem Thema, wie auch zum Beispiel diesen Geschenkanhänger, den ich kürzlich gebastelt habe, diese Karte und auch diese Karte, denn eine Schere haben wir auch mit dabei. Diese Ideen findest du auch alle in der extra Playlist, die ich hierfür angelegt habe. Verlinke ich hier oben rechts. Unter dem i müsste die jetzt eigentlich kommen. Da kannst du dir alle diese Sachen angucken. Und ja, das war's heute von mir in Kürze. Meine Sockenbanderole. Farblich in jeder Range herzustellen. Wir haben über 50 Farben im Sortiment bei Stampin' Up. Und ich denke, da ist wohl wirklich für jede Strumpfwolle das Richtige dabei. Hier zum Beispiel wäre ich wahrscheinlich in Waldmoos und Anthrazit gegangen, um das dann... Aber das ist ja noch nicht fertig. Dieser Strumpf muss ja jetzt erst noch gestrickt werden von mir. Also, wie gesagt, das war's von mir heute in Kürze, eine Sockenbanderole. Und ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.